Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei XCOM Enemy Within. Es verbleiben noch 3 Tage, bis wir die Strahlenwaffen erforscht haben. 7 Tage bis zum Satellitenkontrollzentrum, 10 Tage bis zum Satelliten und 10 weitere Tage bis zum Ratsbericht. Diese letzten 3 Punkte könnten mich ziemlich hart treffen, wenn ich jetzt nicht aufpasse. Aber denn, wenn ich mir so die Lagezentren anschaue und die Daten aus meinem Lagezentrum, dann sieht es nicht so rosig aus. Denn in den USA, Kanada, Südafrika, Russland und Frankreich ist die Kacke so ein bisschen am Dampfen, ne? Es ist halt alles nicht so toll im Moment. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Kann ich den Satelliten eigentlich auch verschieben? Wir konnten kürzlich einige merkwürdige Übertragungen empfangen. Ein Spinner, der sich Commander Straker nannte, hat im Fernsehen was von Schattensoldaten gefaselt. Nein, ich kann die Satelliten natürlich nicht verschieben. Ich habe 0 verfügbar und 2 von 2 sind im Orbit. Also solange ich keine irgendwie nach Südafrika bringe, werde ich dieses Land wahrscheinlich irgendwann verlieren. Weitere Zentren erforderlich. Das Zentrum ist im Bau, aber geht halt nicht. Gut, wir haben das letzte Mal sogar einen Alien gefangen. Ja, wir müssen dieses Vieh noch befragen. Ich denke mal, das geht in der Forschungsabteilung. Wir sollten sofort mit der Vernehmung des außerirdischen Objekts beginnen. Ich bin überzeugt, es ist im Sicherheitstrakt sicher verwahrt. Aber ich weiß nicht, wie lange noch. Gute Frau Doktor, wenn Sie mir jetzt sagen, wie ich in den Sicherheitsbereich komme, würde ich das sogar tun. Wissen wir Commander, nicht. Wir haben einige Verluste erlitten und noch keinen passenden Ersatz gefunden. Wir müssen weitere Soldaten über die Kasernen rekrutieren. Das, was der Typ aus der Zentrale gerade gesagt hat, ist übelster Bullshit. Wir haben keinen einzigen Soldaten verloren bisher. Es sind beim Kampf gegen die Aliens noch keine Soldaten gefallen. Alles, was passiert ist, ist, ich habe einen ganzen Batzen verwundeter Leute. Maya-chan, Level Up, Unterstützung, verwundet für 8 Tage. Sergeant Swatchfish, verwundet für 3 Tage. Sergeant Paxton Mega, verwundet für 2 Tage. Sergeant Ellis Mega, verwundet für 5 Tage. Soldat Rattenjunge, verwundet für 7 Tage. Soldat Gitznick LP, verwundet für 7 Tage. Squall Cleaver, Soldat, verwundet für 5 Tage. Und Jill Ventile, schwer verwundet für 9 Tage. Alter, lasst ihr euch ficken von den Viechern, hey, das gibt's ja gar nicht. Wir leveln Maya-chan ab. Lieutenant, Wiederbelebung. Medikits können kritische verwundete Soldaten mit 33% ihrer maximalen Gesundheit wiederbeleben, statt sie nur zu stabilisieren. Das hört sich gut an. Deckungsfeuer. Schießt eine Salve ab, die das Ziel niederhält und einen Reflexschuss ermöglicht. Die Treffsicherheit des Gegners findet... Nee, wiederbeleben, Mann. Gatsching. Yeah. So ist das. Gute Maya-chan, ich glaube, du hast dich soeben qualifiziert für die etwas schönere Rüstung. Da gibt es leider nur 2, das ist ein bisschen kacke, aber hey. Ja, genau, ein bisschen mehr Panzerung und so. Einfach, weil es schön aussieht. Gut, wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5 Leute im Feld. Ich muss neue Soldaten anheuern. Ich höre einfach nochmal 5 Stück an, würde ich meinen. Sind diese 5 Stück jetzt schon eingetroffen? Nein, sind sie nicht. Die sind irgendwo unterwegs. Warum hat er ein Pluszeichen eigentlich? Weiß man nicht. Die haben alle Pluszeichen, sehe ich gerade hier. Ach, das sind die Orden, die ich ihnen gegeben habe. Natürlich. So, wie komme ich jetzt in den Bunker? Der ist da unten. Oh, das war der falsche Button. Kann ich da nicht scrollen ich auf weiß, den... Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Das Forschungsteam. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Forschungsarchiv. Nein. Brauche ich nicht. Trainingabteilung brauche ich auch nicht. Wie kann ich dieses blöde FIFA verhören? Offene Aufträge. Finanzen der XCOM ansehen. Ja, die sind nicht rosig, das wäre. Schiffe ansehen. Brauche ich auch nicht. Soldaten anwerben. Brauche ich auch nicht. Offiziersschule. Was hätten wir denn hier noch? Gutes Beispiel. Der Truppführer überträgt seine... Blöder rechter Mausbutton. Seine Willenskraft auf alle Truppenmitglieder in der Nähe, die weniger Willenskraft haben. An sich gar nicht so verkehrt. Muss ich da einfach in die Einsatzleitung? Nein, das sieht falsch aus.
Sieht nicht so rosig aus. Wie komme ich denn da runter? Ich kann aber auch nicht scrollen oder so. Das nervt mich schon wieder. Alien-Sicherheitstrakt, der ist hier oben neben dem Aufzug. Moment, wo ist der Aufzug? Hier ist der Aufzug, hier ist der Sicherheitstrakt. Kann ich nicht klicken? Ja gut, dann eben nicht. Einsatzleitung, suche nach Aktivität. Sergeant Paxton Mega ist in aktiven Dienst zurückgekehrt und Swordfish ebenso. Forschung auf Standard. Die ersten Strahlenwaffen sind einsatzbereit, aber es ist halt eine Laserpistole. Und das Lasergewehr müsste ich bauen. Wir haben die Methoden untersucht, mit denen die Aliens Energieverbrauch und Wärmeableitung ihrer Waffen in den Griff bekommen und dadurch unsere eigenen Laserwaffen weiter verbessert, als wir es für möglich gehalten hätten. Bemerkenswerterweise haben wir jetzt einen funktionierenden Prototypen, der tragbar und leistungsstark ist. Eine Entwicklung, die wir noch vor kurzem für unmöglich gehalten hätten. Auch wenn wir die Mündelungslinsen dafür etwas verkleinern mussten, haben erste Tests keine Verringerung der Leistung oder Zielgenauigkeit ergeben. Das ist geil. Laserpistole und Lasergewehre. Damit sollten wir schon einiges besser dastehen. Verhöre den Schweber, da kann ich's machen. Schnell, 4 Tage Zeit. Oder es dauert 4 Tage. Auch wenn dieser Gefangene schwachsinnig zu sein scheint, dazu verwirrt durch Zorn und Wut, könnten wir doch bei einem Verhör vielleicht etwas Brauchbares von ihm lernen. Dann verhört das Vieh. Das war jetzt schon fast eine Exekution da drin, und das war kein Verhör mehr. Gut, Technikabteilung. Ich habe gehört, ihr könnt Lasergewehre bauen. 20. Herstellen. 5 Stück. Auftrag erteilen. Oder die Wolfe. Den kleinen dicken Alien hat es richtig zerfetzt. Eine Laserpistole kostet 7. Braucht keiner. Okay, wir haben Laserwaffen. Ist nicht das Richtige für einen Pneiplex, ne? Scharfschütze. Auch nicht das Richtige für ihn. Der gute Peter könnte vielleicht eins gebrauchen. Jawohl. Guck, komm mal her, Peterchen. Du bekommst von mir ein Lasergewehrchen. Ja, so ist fein. Du bekommst sogar von mir noch eine Nanofaserweste. So bin ich zu dir. Gut, die gute Claire Redfield bekommt ebenfalls ein Lasergewehr. Und sie bekommt ein Medikit. Für den Fall der Fälle. Laser, Ada Wong, du warst doch in gar keinem Einsatz, glaube ich. Du bekommst ebenfalls ein Lasergewehr. Und eine Nanofaserweste. Der gute Raven 784 bekommt ein Lasergewehr. Und er hat schon eine Nanofaserweste, das ist super. Paxton Mega Swordfish Pneiplex. Nachdem Pneiplex der Heavy ist, wird ihm eine Laserwaffe nichts bringen, denke ich mal. Deswegen lassen wir das einfach so mal. Wir speichern jetzt einfach ganz kurz das Spiel, weil wenn ich scheiße war, dann ist es natürlich vorbei. Ihr wisst ja, wie das ist. Es wird ja keiner mehr gerettet oder sowas. Wir müssen warten, denn die neuen Einsatzkräfte kommen in einem Tag. Das Verhör ist in 4 Tagen vorbei, der Satellit dauert noch 7 Tage. Okay, wir können nichts weiter tun als warten im Moment. Wir suchen nach weiteren Aktivitäten. Seit kurzem erreichen uns unglaubliche Nachrichten. In mehreren Städten weltweit wurden Außerirdische gesichtet. Es heißt, dass nun auch vermehrt zivile Ziele angegriffen werden. Sieht ganz so aus, als hätten sie ihre Taktik geändert. Aber warum? Was soll das? Es ist eine Botschaft an die ganze Welt, dass nichts sie aufhalten kann.
halten Sie über die neuesten Entwicklungen auch weiterhin auf dem Laufenden. Waren das neue Monster? Waren das Monster, das ich denke, dass es waren? Waren das Chrysalis? Aliens terrorisieren St. Petersburg. Panik 4. Schwierigkeit ist 1 auf sehr, sehr schön. Hallo? Ignorieren. Fuck it. Gott, das ist sehr schwierig. Ich muss es fast machen. Sergeant Alice Mega sind in den Dienst zurückgekehrt. Und Squall Cleaver ebenfalls. Scheiße. Muss ich doch noch mal ein bisschen umrüsten, das Ganze. Ich habe noch eine Laserknarre. Gute Alice, du bekommst die natürlich. Ah, ist ja keine Nanofaserweste, das ist scheiße. Swordfish ist aus Sniper mit dabei. Plexi ist aus Heavy mit dabei. Raven, du verlässt unser Team wieder. Du bekommst ein Sturmgewehr. Bitte entferne dich aus meinen Augen. Vielen Dank. Wir brauchen ein eingespieltes Team. Neplex ist drin. Die sind alle mit im Einsatz. Hans de Graf, der ist neu. Das sind alles die ganzen Neuen jetzt mit dabei. Fuck. Ja, die ganzen Guten sind alle noch verwundet. Gott verdammt. Peter Beck, du warst schon mal auf Mission dabei, glaube ich. Swordfish, du warst auf 7 Einsätzen, hast 10 Kills. Eine Lasersniper wäre so geil, aber... Ich muss den anderen Leuten die Ausrüstung nochmal nehmen, es geht einfach nicht anders. Die Leute, die jetzt nicht... Shit, das kann ich gar nicht. Ah, wem habe ich denn die Weste gegeben gerade eben? Claire, hast du die Weste? Du hast auf jeden Fall noch eine Laserknarre, die du nicht brauchst. Ne, du hast das Medkit. Wem habe ich denn das gegeben, Gottverdammt? Hey, der hat die Nanofaserweste. Ah! Hey, der bearbeiten. Bewaffnung. Sturmgewehr, Nanofaserweste abgeben. Danke. Darfst du dich wieder entfernen? Swordfish kommt auf jeden Fall wieder. Er braucht die Weste eigentlich nicht so, weil er ist eh nicht vorne. Er ist eh meistens hinten. Deswegen kommt Alice die Weste. Liebe Leute, das ist unser Team. Dass diesen sehr schweren Einsatz jetzt überleben muss. Die 2 Megas. Sturm und... Das sind beide Sturm. Swordfish aus Sniper. Plexi aus Heavy. Und Rekrut Peter Beck am Lasergewehr. Ich bin eigentlich fast gewillt, dass ich Paxton auch noch ein Lasergewehr gebe. Muss ich fast? Was geht sonst tragisch aus? Okay, ich hoffe, ihr könnt damit umgehen, Jungs. Dies wird mein schwerster Einsatz sein, auf den ich die Leute jemals geschickt habe. Bereit machen zum Einsatz, Strike. Aber ihr wisst es ja, ein guter Kommandant bringt seine Leute sicher wieder nach Hause. Dieser Einsatz führt uns nach Russland. Wir haben Berichte über Alien-Aktivitäten in einem dicht besiedelten Stadtzentrum. Wir müssen die Gegend sichern, um zu verhindern, dass es weitere zivile Opfer gibt.
Einsatzziele. Finden Sie Zivilisten für die Evakuierung. Minimieren Sie zivile Verluste. Schalten Sie alle Gegner aus. Also den zweiten Punkt kann ich nicht garantieren. Definitiv nicht. Es werden viele Leute sterben. Oh yeah. Central, hier spricht Big Sky. Bestätige Signalempfang. Einsatzteam befindet sich in der Nähe des Terrororts. Bitte bestätigen. Bestätigt, Big Sky. Strike One hat grünes Licht. Der Schutz dieser Zivilisten hat höchste Priorität. Ach du Kacke, es gibt 18 Zivilisten. Sind 0 entkommen und 0 sind gestorben. Ach Gott, das ist wieder so... so unübersichtlich. Ja, ja, schreit nur, ist okay. Plexi, lauf. Shit, das ist schon der erste. Trefferchance 81. Was ist das für ein Vieh? Ist das ein Schweber oder was? Präzisionsschuss. Swatfish, verhaus nicht. Bitte. Yes! Stand noch ein zweiter. Die sehen wirklich 1:1 aus wie Strock aus Quake. Mich hat keiner zu flankieren. Paxton, dein erster Einsatz, wo du keine Schrotflinte hast. Und deine Werte sacken wie nochmal was. Aber du kannst gottverdammt nochmal schießen. Ich sag's immer wieder, auf Paxton ist einmal Verlass. Paxton ist der beste Bro, den man haben kann. Definitiv. Okay. Feldposition. Das widerspricht allen Verhaltensmustern, die wir bisher bei den Aliens ausgekundschaftet hatten. Diese Spezies ist völlig anders. Anscheinend haben sie eines von jeder Sorte. What the fuck are you? Chrysalis. Shit. Das Vieh rasiert mir die Eier. Guckt euch das Vieh doch mal an. 5 Schaden. Er hat immer noch 3. Flexi, du bist zwar am Arsch, wenn er zu dir kommt. Alice, du musst Netflix retten, definitiv. Du kannst es töten. Und du tust es auch. Yes. Gegrillt und flambiert, so wie ich die Aliens mag. Ich hoffe mal, ich habe genug Zeit, um meine Leute irgendwie so zu positionieren, dass ich nicht so den Druck habe, irgendwie diese 18 Leute zu retten. Mr. Mega. Ich habe im Moment keine Ahnung, wo ich dich hinschicken soll, deswegen kommst du hier hin. Feldposten. Deckt euch hier. Ein Crystal ist noch auf dem Dach. Der tötet jetzt einen Zivilisten, oder? Ja, shit. Ach, es sind schon 2 gestorben, ja? Was war das für ein Geräusch? Ich will jetzt gar nicht wissen, was das war. Da sind auf jeden Fall noch ein paar Zivilisten. Ich werde da nie einen Zivilisten retten können, so wie das aussieht. Wir sind alle nur am Schreien und am Jodeln. Black Feldposten. Peterchen. Rücke aus. Du bist in Sicherheit. Und jetzt weg hier. Ach, die laufen automatisch. Ich muss die gar nicht selber extrahieren. What the fuck? Hört ihr das? Ach du Scheiße. Ich glaube, die Chrysalids stehen nochmal auf, wenn es ist. Irgendwas war da. Die haben einen besonderen Effekt. Und ich setze Bleiblix direkt daneben. Verstanden, Commander. Oder explodieren die? Irgendwas war mit den Chrysalis. Okay. Swordfish Feldposten. Wenn das Vieh aufsteht, nagelt. Wo ist der zweite? Oh,
ich höre nur grässliche Geräusche. Ja, da draußen ist irgendwas. Stell dir vor, da ist er. Ich spring dir wieder hoch. Den triffst du nicht. What the fuck? Verdammt! Feind lebt noch! Sie alle draufballern! Zumindest funktioniert der Feldposten. Alte Schwede. Jetzt kommt er wieder runter, oder? Nein? Es mag unwissenschaftlich klingen, aber der Biss hat ihn anscheinend in einen Zombie verwandelt. Ah, shit, die vermehren sich, die Viecher, genau. Und ich glaube, wenn du dieses Vieh nicht killst, dann bricht er nochmal ein Chrysalid raus. Sind schon 4 Leute gestorben. Das ist geil. Kann ich den Bubu da retten? Los, lauf zum Schiff! Ich muss da irgendwie eine 50-50-Rate aufbauen, weil. Das geht so nicht weiter. Ja, durch die Tür. Ach du Scheiße. 1, 2. Zombie 3, 4 mit dem Typen auf dem Dach. Texten, du brauchst unbedingt Deckung. Du hast Deckung, denn Peterchen ist mit bei dir. Peterchen? Peterchen, wenn du Paxton sterben lässt, dann bringe ich dich persönlich zum Erschießungskommando. Das ist kacke, wenn jetzt von hier kommen und ich stelle ihn hier hin, dann ist er gefickt. Da ist noch eine auf dem Dach. In Bewegung. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, oder wie war das? Verstanden. Ist Megan bitte hier an die Scheibe? Naplex, der Zombie. Ja, den kannst du wieder nicht in einem Zug töten. Scheiße. Ja, du machst zumindest 6 Damage. Fuck, da war ein Zivilist. Du wirst nicht so weit gehen können. Paxton. Getroffen. Du sollst nicht das Gebäude zerlegen, sollst den Alien töten. Das gibt's doch gar nicht. Ach, du Beck. Der kann sich viel zu weit bewegen. Der ist ein Zivilist. Sehen. Da war ein Zivilist. Ach Gott, die können das viel, viel schneller als wie ich. Naplex hat keine Muni mehr. Scheiße. Nachgeladen. Paxton, könntest du Peter retten? Müsstest du eigentlich? Ah, wie er guckt, der Bub. Jetzt schießt er vorbei, ernsthaft. Waffe leer. Daneben geschossen. Waffe leer. Rock'n'Roll! Verarsch wen anders, Junge. Der Peter muss sich selber retten, es tut mir leid. Zumindest funktioniert Ziel das. Neutralisiert. Zumindest funktioniert das. Das ist schon mal ein Vorteil. Es sind noch so viele Leute da drin. Verstanden! Unterwegs! Liebste Alice. Ich weiß nicht, wo ich dich hinschicken soll, ganz ehrlich. Ach, da ist auch noch ein Zivilist. Den habe ich gar nicht gesehen. Kann ich dich theoretisch. Ich kann dich theoretisch hier hinpacken. Dann müsste der Zivilist weglaufen, oder? Durch die Feuerhölle. Lauf schon. Lauf zum Schiff. Er ist zumindest 3. Ein Schweber müsste noch da sein. Fuck, das ist der Chrysalis. Ich hasse die Viecher. Oder Zombies down. Das Gebiet ist so dermaßen unübersichtlich. Oh oh. Was zum Teufel war das? Liebe Leute, was das für ein Geräusch war, das klären wir in der nächsten Folge von XCOM Enemy Within. Und ob alle Leute hier überleben können, wie gesagt, das erfahren wir das nächste Mal. Ich bin Azaka, ich bedanke mich fürs Zusehen.
Wenn ihr das Squad wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Klasse kann ich nicht garantieren, aber ich habe jetzt 5 neue Leute angehört. Plätze wären frei. Definitiv. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei XCOM. Stay tuned and so long.